Zeit für die Bergzeit. Wenn ich so auf die Themen schaue, erwartet uns eine abwechslungsreiche Sendung. Hier sind erst einmal nur drei davon. Friedhofskultur will Aufmerksamkeit erreichen. Mutmachtage wollen Antworten geben. Und Musiktreff will Menschen zusammenbringen. Glück auf! Ein Hilferuf hat uns von den Tafeln der Malteser erreicht. Die kommen nämlich in Annaberg-Buchholz und Olbernhau an ihre Kapazitätsgrenzen. Aktuell gibt es immer mehr Anfragen an die Tafel, jedoch nicht mehr Lebensmittelspenden, sondern eher weniger. Das berichtet Jana Hering, die Dienststellenleiterin der Malteser in Annaberg-Buchholz. Die Mitarbeiter der Tafeln erreichen Fragen wie, ja, wann kann ich denn Tafelkunde werden oder was muss ich mitbringen? Jana Hering sagte uns hierzu, wir nehmen Einsicht in den entsprechenden Nachweis. Dies können Sozialleistungen wie ALG II oder Wohngeld sein, aber auch geringes anderes Einkommen. Wir versuchen allen zu helfen, die Unterstützung benötigen, aber wir haben nur begrenzte Ressourcen an Mitarbeitenden, die uns ehrenamtlich unterstützen. Und an gespendeten Lebensmitteln, die wir weitergeben können. Deshalb bitten die Tafeln darum, nicht einfach vorbeizukommen, sondern telefonisch anzufragen, ob es Kapazitäten für neue Tafelkunden gibt. Die Telefonnummer finden Sie bei uns im Internet auf erztv.de. Dort haben wir auch das Spendenkonto stehen für alle, die die Arbeit der Tafeln in Annaberg-Buchholz und Olbernhau unterstützen möchten. Und jetzt die Bergzeitnachrichten. Nachdem seit Beginn des Jahres alle Busse der Regionalverkehr Erzgebirge GmbH mit WLAN ausgerüstet sind, hat der RVE in den letzten Wochen auch all ihre Busbahnhöfe mit leistungsstarkem WLAN-Routern ausgestattet. Neben Annaberg-Buchholz, Aue-Bad Schlema, Zschopau, Stolberg und Schwarzenberg wurde im September nun der letzte Router am Busbahnhof Chemnitz verbaut. In der Zeit von 4 Uhr bis 24 Uhr kann das WLAN an allen Busbahnhofstandorten gebührenfrei und ohne Zeitbeschränkung genutzt werden. Der Bus stoppt an der Haltestelle, Fahrgäste steigen aus und ein, Blinker setzen, abfahren. Ja, was aber, wenn jemand aufgrund körperlicher Einschränkungen auf Hilfe beim Einsteigen angewiesen ist? Wenn der Zustieg in den Bus aufgrund einer Behinderung eine echte Herausforderung ist, warum sind barrierefreie Haltestellen so enorm wichtig? Wie kann das Fahrpersonal der Busse mobilitätseingeschränkte Personen bei der Nutzung des ÖPNV im Erzgebirge unterstützen? Diese und noch viele weitere Fragen möchte die RVE in Zusammenarbeit mit dem Sozialverband VDK Sachsen am 1. Oktober mit einem gemeinsamen Mobilitätstag beantworten. In der Zeit von 9 bis 13 Uhr sind alle Interessierten an den Bahnhof Meinersdorf eingeladen. An diesem wurde eine hervorragende ÖPNV-Verknüpfungsstelle geschaffen. Beim Mobilitätstag können die Besucher vor Ort unter anderem mittels Alterssimulationsanzug, einer Brille mit eingeschränktem Gesichtsfeld oder sitzend im Rollstuhl nachempfinden, wie sich die Busnutzung mit einer Mobilitätseinschränkung anfühlt. Außerdem gibt es Infostände. Im Zuge der Königswalder Wiesen machen sich Verkehrseinschränkungen notwendig. So ist die Lindenstraße, also die S-262, im Zeitraum vom 30. September 16 Uhr bis 3. Oktober gegen 16 Uhr im Abschnitt zwischen der Annaberger Straße bzw. S-265 und der Mildenauer Straße in Höhe Deutsches Haus nur in einer Fahrtrichtung nutzbar. Die Fahrtrichtung Geiersdorf wird innerörtlich über die Mildenauer Straße umgeleitet. Matthias Heidrich kehrt zum FC Erzgebirge zurück.
Bei den Veilchen trägt der 44-Jährige ab sofort die Verantwortung als sportlicher Leiter. Der gebürtige Hoyerswerderer spielte von 2000 bis 2005 für die Veilchen und war 2003 Teil der Mannschaft, die erstmals in der Auer Vereinsgeschichte den Aufstieg in die zweite Bundesliga schaffte. In den letzten Jahren hat Heidrich beim 1. FC Köln als Leiter im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet. Mit Stefan Schusser verabschiedet sich ein bedeutender Forstmann aus Sachsen in den Ruhestand. Schusser hat den Waldumbau im Erzgebirge geprägt und ihm ein Gesicht gegeben. Als er 1991 das damalige Forstamt Schönheide übernahm, waren die Wälder in der Region noch fast ausnahmslos durch gleichaltrige, labile Fichtenreinbestände geprägt, die hohe Wildschäden aufwiesen. Heute kann man zwischen Auebad Schlema und Johanngeorgenstadt an der tschechischen Grenze erleben, wie erfolgreicher Waldumbau funktioniert. Mit großem Engagement und zielgerichteten Methoden hat Stefan Schusser die Entwicklung artenreicher, leistungsfähiger und vor allem widerstandsfähiger Mischwälder aus Buchen, Tannen, Fichten und vielen anderen Baumarten vorangetrieben. Ende Oktober verabschiedet sich der Leiter des Forstbezirks Eibenstock nach fast 40 Dienstjahren in den Ruhestand. Bei einem Fachkolloquium in Eibenstock wurden seine großen Leistungen am 28. September gewürdigt. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald verlieh Stefan Schusser für seine großen Verdienste für Wald- und Naturschutz ihre höchste Auszeichnung, die Goldene Ehrennadel. Besonders wichtig war Stefan Schusser auch, sein Wissen und seine Erfahrung mit anderen zu teilen. Durch unzählige Exkursionen, Führungen und Vorträge hat Stefan Schusser bundesweite Bekanntheit erlangt. Der Forstbezirk Eibenstock umfasst rund 26.000 Hektar Waldfläche, davon rund 80% Staatswald in Teilen des Erzgebirgs- und Vogtlandkreises. Er ist damit vom Flächenanteil her gesehen der waldreichste Forstbezirk in Sachsen. Im August-Horch-Museum Zwickau konnte Geschäftsführer Thomas Stebig am 28. September den 1,6-millionsten Besucher begrüßen. Das war für das Ehepaar Strasser aus Leipzig eine große Überraschung, als sie mit Blumenstrauß und einem Ausstellungskatalog empfangen wurden. Das Zwickauer Automobilmuseum war am 15. Mai 1990 an die Öffentlichkeit übergeben worden. Exponate damals: 12 Fahrzeuge und 6 Motoren. Seitdem gibt es 148 Fahrzeuge und 35 Motoren mehr. Kommende Woche beginnt der Ausbau der Radroute Chemnitz-Karlovy Vary südlich der Ortslage Klaffenbach. Ein unbefestigter Abschnitt des Kirchweges wird zu einem befestigten Radweg ausgebaut. Auf einer Länge von rund 1,24 Kilometern wird der Asphaltbelag in einer Mindestbreite von 3,5 Metern hergestellt. Der Weg erhält beidseitig einen halben Meter breite Bankettstreifen. Durch den Ausbau des Weges soll speziell für Radfahrer der Anstieg ins Erzgebirgsvorland mit ca. 100 Metern Höhenunterschied erleichtert werden. Landwirtschaftsfahrzeuge werden den Weg weiterhin nutzen können. Eine Freigabe für den Individualverkehr mit Auto und Lkw ist aber nicht vorgesehen. Insgesamt sind für den Bau dieses Abschnittes rund 253.000 Euro veranschlagt. Die Fertigstellung soll im Dezember dieses Jahres erfolgen. In Breitenbrunn folgen nach dem Tag der Deutschen Einheit Mutmachtage. Dabei handelt es sich um eine christliche Veranstaltung, die von den evangelisch-lutherischen Kirchgemeinden und den landeskirchlichen Gemeinschaften aus Breitenbrunn und Rittersgrün sowie der evangelisch-methodistischen Kirchgemeinde vorbereitet wurden. Die Christen wollen mit ihren Angeboten die Menschen in ihren Orten und auch darüber hinaus ansprechen. Jugendevangelist Johannes Bartels wird zu den Mutmachtagen Gedanken und Impulse mitbringen. Anspiele, Interviews und viel Musik sollen die Tage vom 4. bis 9. Oktober bunt und vielfältig machen und gegen Sorgen und Ängste wieder Mut machen. Interessenten sind kommende Woche von Dienstag bis Sonntag jeweils 19.30 Uhr ins Haus des Gastes Breitenbrunn sowie am Sonntag 10 Uhr in die Kirche Breitenbrunn eingeladen.
Durch Corona ausgebremst wurde bei der Feuerwehr Oelsnitz-Erzgebirge relativ unspektakulär am 2. Oktober 2020 eine Kinderfeuerwehr ins Leben gerufen. Ziel dieser ist es, die Kinder ab dem 5. bis zum 7. Lebensjahr durch Spaß, Sport, Spiel sowie Brandschutzerziehung und Präventionsarbeit frühzeitig an das wichtige und notwendige Ehrenamt zu binden, um perspektivisch auch die aktive Einsatzabteilung zu sichern. Auf dem Tag genau 2 Jahre nach der Gründung soll mit einer Festveranstaltung am 2. Oktober der 2. Geburtstag der Oelsnitzer Kinderfeuerwehr gefeiert und zugleich die Gründungsfeier nachgeholt werden. Auf Besucher warten viele bunte Attraktionen. 14 Uhr öffnen sich die Tore. Das Highlight wird eine Einsatzpräsentation sein, die im wahrsten Sinne des Wortes ans Herz geht. Ein Zugpferd tut jeder Veranstaltung gut. Beim Lösnitzer Musiktreff in dieser Form war dazu The Goombay Dance Band featuring Ernest Clinton auserkoren. Bei altbekannten und beliebten Songs wie Son of Jamaica, El Dorado oder Seven Tears sprang auch auf dem Mume Campus am Lösnitzer Markt der Funke über. Doch der Musiktreff Lösnitz will mehr sein als Tanzmusik aus den frühen 1980er Jahren. Das Motto ist eigentlich ganz einfach, von Lösnitzer für Lösnitzer. Es ist ein kultureller Beitrag, ein kulturelles Konzert, sag ich mal, wo sich Jung und Alt trifft, bekannte Bands und nicht bekannte Bands vernetzt werden sollen. Heimatkunde gab es dabei auch. Nach der Eröffnung durch Bürgermeister Alexander Troll gab Gotthard Troll einen spannenden Einblick in die Tradition des Bierbrauens in Lösnitz. Bier gehört ja bei einem Konzert irgendwie dazu. Den musikalischen Auftakt bestritt Rock Erz, eine brandneue Band aus Annaberg-Buchholz. Der Eintritt für die gesamte Veranstaltung mit insgesamt 4 Bands kostete 5 Euro. Mein Anspruch ist eigentlich bei so einer Festlichkeit, vor allem wenn so große Bands spielen, dass sich das einfach jeder leisten kann. Dass jeder reinkommen kann, dass jeder Spaß haben kann und sich zu einem Musikfestival treffen kann. Und so ist eigentlich auch der Musiktreff entstanden. Vor The Goombay Dance Band featuring Ernest Clinton stand die Rockband DGX im Mume Campus auf der Bühne. Den mitreißenden Abschluss des Abends gestaltete Freeline. Neben bekannten Rockklassikern wollen die Lösnitzer auch mit eigenen Kompositionen begeistern. Musiker und Veranstalter Sven Kehrer ist überzeugt, die Veranstaltung am 24. September war nicht der letzte Musiktreff in Lösnitz. Ja, immer am 2. Oktober lädt der Städtebund Silberberg zur Museumsnacht ein. Insgesamt öffnen in Aue-Bad Schlema, Lauter-Bernsbach, Lösnitz, Schneeberg und Schwarzenberg 30 Museen und Einrichtungen ihre Türen. Auch in diesem Jahr können die Exponate dort von 18 bis 24 Uhr in Augenschein genommen werden. In Lösnitz zum Beispiel öffnet nicht nur der Lösnitzer Brauereiverein seine Räumlichkeiten zur Besichtigung, auch die Hospitalkirche ist auf Besucher eingestellt. Die Lösnitzer Hospitalkirche St. Georg ist am 2. Oktober zur Museumsnacht im Städtebund Silberberg geöffnet.
Im Mittelpunkt steht dabei die Ausstellung Schieferkultur. Die wurde zwei Wochen vor der Museumsnacht am 18. September zum Tag der Friedhofskultur erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Heute zum Tag der Friedhofskultur hatten wir eine große Veranstaltung hier in der Hospitalkirche und auf dem Lösenser Friedhof im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz Region 2025. Und da waren sehr viele Leute da, trotz regnerischem Wetter sind hier viele Besucher zum Gottesdienst gewesen und haben auch im Anschluss die vielen Stände besucht, wo Steinmetz, Bestatter, Hospizdienst und Gärtner sich vorgestellt haben. Und die Leute haben sich mit dem Tod und dem Sterben beschäftigt, sich aber auch informiert, was auf dem Friedhof sonst noch möglich ist. Zur evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Lößnitz-Affalter gehören die Friedhöfe in Lößnitz, Affalter und Alberoda. Insgesamt gibt es hier jährlich ca. 120 Bestattungen, wovon ca. 40 Sargbeisetzungen sind. Die deutsche Friedhofskultur wurde 2020 zum UNESCO-Kulturerbe erklärt. Auch der Lößnitzer Friedhof gehört jetzt mit dazu. Denn hier ist nicht nur ein Ort zum Trauern, sondern auch ein grüner Seniorentreff, ein lebendiges Geschichtsbuch, ein großer Skulpturengarten und viele weitere interessante Sachen, die den Friedhof lebens- und liebenswert machen. Wir haben heute zum Tag der Friedhofskultur eine Charta durch die stellvertretende Bürgermeisterin und durch den stellvertretenden Kirchenvorstandsvorsitzenden unterschreiben lassen. Und ein Schild an der Friedhofsmauer weist jetzt darauf hin, dass der Lößnitzer Friedhof zum UNESCO-Kulturerbe gehört. Diese Veranstaltung, Tag der Friedhofskultur, reihte sich in den Purple Path ein, der 38 Kommunen im Umland von Chemnitz miteinander verbindet und von der regionalen Geschichte und der europäischen Zukunft erzählt. Zum Auftakt wurde ein Gottesdienst mit europäischer Bergpredigt gefeiert. Die Predigt hielt Pfarrer Hannes Langbein. Er ist Direktor der Kulturstiftung St. Matthäus in Berlin. Im Anschluss haben die stellvertretende Bürgermeisterin von Lößnitz, Bärbel Schöberl, und der stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende Lars Würzel die Charta Friedhofskultur unterzeichnet. Außerdem wurde in der Hospitalkirche die Ausstellung Schieferkultur von Kurator Alexander Ochs eröffnet. Bei dieser sind alte Grabtafeln aus Lößnitzer Schiefer mit einer Lichtinstallation ausgestellt. Dabei wurden drei Schiefergrabsteine aus Lößnitzer Schiefer mit einer Lichtinstallation versehen. Die Schiefergrabsteine sind von 1700 und 1600 und die erzählen eine ganze Geschichte. Damals gab es nicht nur den Namen und ein Datum auf dem Stein, sondern da wurde auch der Beruf und die Kinder und vieles mehr darauf genannt. Wir haben auf diesem Grabstein die alten Schriften entziffert und gereinigt und hier damit eine schöne Ausstellung gestaltet. Die Ausstellung Schieferkultur kann am 2. Oktober zur Museumsnacht von 18 bis 22 Uhr besichtigt werden. Die Hospitalkirche in Lößnitz, nur ein Anlaufpunkt zur Museumsnacht im Städtebund Silberberg. Alle anderen finden Sie im Internet, leicht zu merken, unter museumsnacht-silberberg.de. Wir fahren hier im Programm mit unserer Wurzelserie fort. Wer dachte, dass wir nach drei Folgen keine weiteren Sprüche mit Wurzel gefunden hätten, ja, der war auf dem Holzweg. Wie man nicht wehren kann, dass einem die Vögel über den Kopf herfliegen, aber wohl, dass sie auf dem Kopfe nisten. So kann man auch böse Gedanken nicht wehren, aber wohl, dass sie in uns einwurzeln. Martin Luther.
Bequemlichkeit hindert uns oft genug, Bindungen zu lösen. Mancher verdorrt, dessen Wurzeln nicht nähren, nur festhalten. Ludwig Marcuse. Die Sehnsucht nach Frieden ist tief im Herzen der Menschen verwurzelt. Friedrich von Weizsäcker. Das war's mal wieder. Der September hat noch einen Tag und wir haben im September auch noch eine Bergzeit. Deren Sendestart ist am Freitagabend. Unter anderem werden wir an ein Ereignis erinnern, über das vor 5 Jahren in Stolberg gesprochen wurde. Und wir werden ein Denkmal in Aue vorstellen. Passend zum bevorstehenden Feiertag bezieht sich das auf die deutsche Einheit. Mit diesem Ausblick darf ich mich von Ihnen verabschieden. Bis morgen also. Glück auf! Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose.